Hi! Und Hallöchen, da sind wir wieder. Mit der Mission, noch mehr Gravel zu holen. Richtig, richtig. Ich überlege gerade, was sollte ich denn jetzt hier machen? Irgendwas mit dem Feld vermutlich, aber ich weiß gerade nicht mehr was. Ich gucke einfach nochmal. Ja, guck du mal, du hast ja Zeit, ne? Hast ja 20 Minuten. Wir machen Minuten. Ja immer diese ganz kleine Pause immer, ne? Zwischen den Aufnahmen, dass man das auch vernünftig schneiden kann. Ja, sein kann, dass jetzt hier schon alles gewuchert ist in der Zeit. Nee, aber noch nicht so ganz. Na gut. Überlege gerade, ob ich das nicht eigentlich noch ein bisschen hier, ja, so umbauen möchte, dass es ein bisschen zu ist. Könnte ich eigentlich auch. Aber so viel Steine habe ich hier gerade gar nicht rum, also Cobblestone. Ach, ist egal. Mach ich ein andermal. Mach ich nicht jetzt. Oh, wo geht's denn da lang? Ah. Das hier sieht schon vielversprechender aus. So, dann lasse ich mal. Das war schon wieder, oh Gott. Mal, weißt du was? Stell mal zwei Truhen woanders hin. Ach Gott, da haben wir noch mehr Samen. Wow. Okay, wir haben gleich. Also, wenn das so weitergeht, haben wir ruckzuck eine große Truhe voller Samen. Das ist natürlich auch sehr schön. Ja, wir haben schon fast eine ganze Kiste voll. Also, eine einzelne Kiste, ne? Nicht eine Doppelkiste. So, dann nehme ich die jetzt mal eben mit hier. Und du bist auch leer. Okay, das macht aber nichts. Gut, dann stelle ich den nämlich hier mal näher an die Felder ran, weißt du? Deswegen. Mach ich die dann hin? Ach, die kann ich auch hier hinstellen, ist ja egal. Machen wir die da dran, weil da ist der Weg dann lang. War einmal hier. War das jetzt am Wasser da dran? Okay. Einmal da hin. So, dann haben wir nämlich eine Kiste für die Kartoffeln und eine Kiste einmal für die Möhren. Ich denke, das dürfte passen, ne? Ja, denke ich mal. Ich habe gerade so das dringende Bedürfnis, einfach nur entspannt hier stehen zu bleiben, den Kartoffeln und Möhren beim Wachsen zuzugucken. Nee. Ich glaube, das wird jetzt nicht unbedingt das Spannendste für die Leute, die zuschauen, oder? Da kannst du auch gleich den Graswachs-Simulator spielen. Oh, das wäre eigentlich eine Idee. Soll ich mal so ein Let's Play zu hier The Mountain machen oder sowas? Das finde ich ja auch toll. Was war The Mountain nochmal? The Mountain ist dieser Berg halt. Das ist auch alles. Das ist einfach nur ein Berg, der rotiert und den kannst du dir angucken. Okay. Und das habe ich auch. Da passiert sonst noch was? Du hast einen Berg. Ja, nicht. Du kannst da auf dem Berg nichts machen oder so. Das ist einfach nur ein Berg, der sich dreht. Das ist ein Berg, ja. Ja, das war der ganze Sinn. Weiße? Der macht ab und zu, kommen dann so schlaue Sprüche halt. Also kommentiert manchmal auch etwas, wenn Dinge passieren oder so. Manchmal fallen Dinge auf den drauf und dann kommentiert er das auch halt so auf eine so pseudo-tiefgründige Art und Weise. Und im Endeffekt ist das alles. Ja, gut. Ist mein voller Ernst. Was mach ich denn da? So, da rein, dir. Mann, ich will hier ernten, weißt du, deswegen gucke ich hier immer rum. Weil, wenn das fertig wäre, dann könnte ich schon mal mehr Sachen einpflanzen wieder. Das ist ein Fluch, ist das, ne? Ja, das juckt mich gerade so in den Fingern auch. Ich hoffe, dass das schneller fertig wird. Und ich bin am Überlegen, was man da hinten vielleicht so noch hinbauen könnte. Irgendwie so eine kleine Hütte oder ein. Weiß nicht, einen kleinen Turm oder irgendwas hier. Also ist noch so ein Aussichtsturm? Ja, so einen kleinen vielleicht wenigstens, weil hier ist so ein Stückchen Fläche halt noch frei, weißt du? Deswegen bin ich ja so am Überlegen, da steht jetzt so ein einsamer Baum. Was haben wir denn hier unten eigentlich? Naja, das musst du wissen, das ist jetzt im Prinzip deine Baufläche, dein Eigentum. Das ist meine Ecke, achso. Ja, das ist dein Eigentum da. Was? Ich glaube, dann mache ich das. Dann baue ich hier so ein kleines Türmchen irgendwie hinten dran oder so. Ups, falle erstmal in ein Loch. Auch schön. Ja, da werde ich aber ein bisschen Stein brauchen. Na gut, dann gehe ich jetzt mal runter zum Lager und organisiere mir mal ein bisschen Material. Würde ich sagen. Mach das. Ja, passt doch aber. Aber schon schön eigentlich, was wir mittlerweile so haben, muss ich sagen. Und ich habe schon fast 5 Stacks Kies. Boah, so viele Schafe.
und zwei ganze Hasen. Holen wir uns eigentlich noch verschiedenfarbige Häschen? Ich dachte, die jetzt... aus der Zucht kommen da verschiedene Farben raus, wenn die einfach... lustigerweise eigentlich nicht. Also das ist zumindest nicht mein Erfahrungswert. Auch okay. Da, Backseat Gaming, immer her damit, ne? Haut's uns mal in die Kommentare, wenn ihr das besser wisst, aber ich habe bisher eigentlich die Erfahrung gemacht, ich weiß, dass bei Schafen das so ist, dass Weiße nur weiße Schafe machen und ein Weißes und ein Schwarzes machen und Braun oder so. Ich kann dir sagen, dass ich auf den Server halt im Endeffekt habe, ich habe keinen weißen Hasen im Gehege und ich habe schon einige nachgezüchtet und bisher okay. ist auch kein Weißer gespawnt, also... Das kann durchaus sein, dass das damit zu sagen. Warum gehe ich jetzt schon wieder hier runter? Wir haben doch eine Treppe und alles. Genau, guck mal, ist auch ein Plan. Ich kann nicht mal die Treppe da hinten fertigstellen. Ist auch doof. Eben, mach mal hier. Mach ich mal. Ich baue jetzt auch mal ein bisschen Kram. Bau mal die komische Dings da zu Ende. Ja. Eine gute Idee. Eine sehr gute Idee, so. So, wo haben wir denn Erde, Kies, Steinzeugs? Steinzeugs ist super. Stone Slabs haben wir auch noch. Cobblestone Slab. Mhm. Nehmen wir jetzt einfach mal hier ein paar Stapel mit. Auch mal da vom Weg und ich klaue auch mal ein paar von den Stone Slabs. Oh, das sollte aber erstmal reichen. Weil ich habe auch erstmal genug Kies, denke ich. Ich glaube, ich überlege. Auf dem Rückweg. Haben wir Holz hier oben noch? Hier unten im Lager irgendwo? Nee, wir müssten das bald mal wieder alles fällen dort. Metal, das ist immer noch meine Lieblingskiste. Du musst also wirklich mal die also du oder ich, ne? Wir müssen die Baumplantage mal wirklich wieder nutzen. Sollten wir auf jeden Fall. Na gut, so, dann gehe ich jetzt erstmal wieder hoch. Es wird auch gerade ein bisschen dunkel schon wieder. Ja, das macht nichts, ich bin gerade auf dem Weg wieder nach Hause. Achso, jetzt passt doch super. Ja, ich gehe mal eben nach oben dann auch. Ich weiß nicht so ganz, wie ich die Treppe hier oben anlegen möchte. Du sagst ja, ich soll das machen, aber ich weiß noch gar nicht so ganz. Ja, die Treppe ist ja ganz, also ist ja angelegt. Du musst ja nur noch die Räume gestalten. Quasi den Durchgang zu der Lounge machen und halt generell gucken, was du da noch reinbauen möchtest. Ja, das ist halt die Frage. Da bin ich ehrlich gesagt momentan auch so ein bisschen ideenlos und weiß nicht so ganz wie. Mhm. Das ist halt das Dumme dabei. Guck mal, das könnte ich eigentlich auch mal hier wegreißen. Wir haben hier oben auch noch so ein bisschen Gravel drin, ne? Das kleine alte Feld. Wo ich im Übrigen eigentlich mal schon mal den Zaun eben auch abbauen kann, weil den brauchen wir ja hier gar nicht mehr. Na dann. Immer weg damit. Auch da könnte man ja eigentlich auch eine Kleinigkeit draufbauen, ne? Weil das ist ja... Kleine Minifeld war ja schön für den Anfang, aber eigentlich ist es jetzt eine leere Fläche, die praktischerweise auch schon begradigt ist, ne? Sammel ich das gerade ein? Habe ich genug Platz im Inventar? Ach ja, reichlich, gut. Dass ich hier gerade Zäune wegkloppe und die dann hinterher verschwinden. Das wäre ja schon ein bisschen Ressourcenverschwendung. So, du bist auf dem Weg nach Hause noch, oder? Ja, ich mache hier gerade was anderes. Achso, okay. Und zwar ist hier so ein Tümpel, da ist ganz viel Kies und diesen Tümpel werde ich mal kurz ausheben, dass da kein Wasser mehr drin ist. Damit ich mir das ganze Kies abbauen kann. Ja, richtig, mach das. Nimm alles mit, das brauchen wir eh regelmäßig, das Zeug. Und ich denke mal, ein Tümpel ist jetzt, ne? Den kann man mal zugraben. Ja. Sieht aber schon schön aus, wenn man hier so oben steht mittlerweile und da so runter guckt. Das Lager sieht schön aus. Das kleine beleuchtete Wäldchen, die Plantage da, das hat was. Gefällt mir auf jeden Fall. Mhm. Wir haben es uns schon recht gemütlich gemacht, muss ich sagen. Ja, ja, ihr mich auch. Kühe und Schafe motzen hier gerade schon rum. Ich muss aber mal anmerken, dass wir eigentlich am Anfang was komplett anderes machen wollten, als das, was wir jetzt wirklich machen. Ja, willkommen bei Minecraft. Ich meine, ist das nicht häufig so, dass man dann bei völlig anderen Sachen endet, als man ursprünglich eigentlich anfangen wollte? Das ist doch normal, oder? Ich meine, wir wollten eigentlich ursprünglich das erste Dorf hier, jetzt können wir es eigentlich verraten, ne? Wir wollten das hier so eine Art Mittelalter anhauchen und dann später in Staffel 2, also inoffiziell genannt Staffel 2, wollten wir dann eine Epoche weitergehen, von wegen Zeit und wie man baut und so. Aber jetzt bauen wir doch eher nur so ein kleines Dorf, was wirklich noch nicht Technologien hat wie Licht und Lampen, sondern einfach nur ein Dorf ist. Ja, ja? Ist richtig. Also Mittelalter erkenne ich da jetzt nicht mehr so sehr drin. Nee, irgendwie nicht, ne?
finde ich aber auch nicht so schlimm irgendwie. Also das ist jetzt so ein bisschen so natürlich alles gewachsen, weißt du, so, ach, eigentlich könnte man das hier mal so nutzen. Ja, das macht Sinn, das ist schön. Was macht man denn an der Stelle? Ach, da machen wir jetzt mal das hin, weil das macht irgendwie Sinn. Es ist so, wir haben alles irgendwie so mehr nach, ja, da passt das so hin, das macht so Sinn irgendwie gebaut. Das könnte schön aussehen und so. Ja, richtig, richtig. Ich finde es aber halt, wie gesagt, nicht schlimm. Ich auch nicht. War vielleicht ich wollte es nur mal anmerken. Geplant, aber funktioniert aber auf jeden Fall. Ja, so, jetzt bin ich trotzdem überlegen, wie baue ich das hier? Direkt da dran mache, ist das eigentlich auch doof, ne? So. Ganz viel Gravel. Ich glaube, ich kann gleich ordentliche Wege bauen. Versuch's mal einfach. Ich versuch mal einfach jetzt hier was zu bauen. Ob das gut wird, weiß ich noch nicht, aber ist egal. Ich will das auch gar nicht so groß machen. Ich will nur so einen kleinen Turm da dran setzen, dann passt das schon. So. Hier ist voll die Creeper-Armee. 5 Stück sehe ich und einer ist schon explodiert. Bauen wir das da mal hin, damit ich da wieder hochkomme. Wir brauchen unbedingt Katzen, ey. Schön. Ja, Creeper haben ja Angst vor Katzen. Das ist ja. Ist ja das ja, Schöne. Das stimmt. Da ist was dran. Na, so, ich bin gleich bei unserer kleinen Bude. Okay. So, hier hoch. War jetzt minimal dumm von mir. So. Und vielleicht auch eher maximal. Schlafen! Und ich glaube, wir können dann auch den Part beenden beim Pennen. Was? Wäre mittendrin? Wie mittendrin? Hoch. So viel zum Zeitgefühl. Ja, Zeitgefühl ist wahr. Ich dachte, wir sind jetzt bei mir wird gerade angezeigt 1 Stunde und 4 Minuten. Ja, insgesamt. Wir nehmen ja aber auch ein paar Folgen auf, mein Lieber. Ja, wie viele Minuten haben wir denn? Erzähl mal. Wir sind jetzt bei knapp 12 Minuten ungefähr. 13 Minuten. Gut. Beeindruckend, nicht wahr? Ja. Dann komm noch mal hier ins Bett. Komm mal schlafen. Siehst du, hier der Eki, ne? Der will euch jetzt abspeisen mit Minifolgen. Wisst ihr Bescheid? Ja. Natürlich. Soweit ist es schon. Soweit ist es schon. So, ich renne mal einfach eben durch. Ah, Möhren! Eki, wir haben Möhren! Die ersten Möhren sind fertig. Geil! Lass mal gleich den Schwein futtern geben und so. So, ich eile. Ja. Lass dir ruhig Zeit. Renne hier. Im Wasser, das Wort ist durch die Gegend. Hühner haben wir aber auch eine Menge. Hast du den Hühnern eigentlich auch gerade was gegeben, oder? Gerade nicht. Achso, okay. Könnte ich dann gleich mal einmal kurz füttern. Einmal fortpflanzen lassen und dann... Oh, ein Skelett, geh weg. Ja. Aua. Ich sehe nur deinen Namen und höre deine Rufe da. Aua. Die Sau. So, da wäre ich auch. Du liegst in mein Bett. Gar nicht wahr. Boah. Sauerei. Ich einfach immer lese, Redmaker joined the game. Ja, ach was. Seit wann das denn? Ja, ich join doch nicht im Spiel, hallo. So. Ja, wir haben ganz schön ordentlich Gravel jetzt. Ups. Da war ich zu langsam. Wow. So, ich esse mal gerade ein Brot nebenbei. Kann ich mir auch gleich ein paar neue machen. Wir haben jetzt reichlich Kram da. Kann ich ja eigentlich hab ich auch noch ein bisschen hier machen. Hab auch noch ganz viel, Fleisch noch im Inventar gehabt, dann ist egal. Da. Böse! Was? Böse, Pfui, aus! Ich hab so kurz am Horizont gesehen, wie du da noch rumsprangst jetzt. Ist der zu groß dahin? Nee, da mache ich jetzt da oben so einen Abschluss dran, dann passt das, ja genau. Ja, das ist okay. Ja. Ja, so machen wir das. Ja. Wieso? Ja, nee, auch das nicht. Sieht auch nicht zu groß aus. Das ist okay so. Möhren. Ich fasse es ja nicht. Mehr Möhren. Und noch mehr Möhren? Und noch mehr Möhren? Dann später.
Na gut, so. Wir haben einen Reingewinn von 4 Möhren, von der ich eine direkt eingepflanzt habe wieder. Schön, schön. Ja, irgendwie habe ich das jetzt nicht so gebaut, wie ich es wollte, aber ist egal. Achso, das kann ich ja mal eben rausklappen, weil dann machen wir mal einen ordentlichen Boden rein. Ne, wenn ich schon hier dabei bin, dann auch richtig. Das mal so und so und so und so. So, so, so und so. So, so. So, so also. So, so. Ups. Ich sollte mir nicht die eigenen Füße einzementieren, oder? Ach was. Minecraft Mafia Mod. Sehr schön. Dahin und dahin. Da kommt eine Tür, zwei Türen, eine Doppeltür rein. Na gut. Ich komme hier gerade ganz elegant den Weg hoch. Das ist total toll, wie ich das mache. Gut. Oh, das wird gleich eh jetzt. Moment, das mache ich jetzt mal anders direkt. Direkt anders Moment. Machen. Das wird richtig ätzend jetzt gleich. Ich brauche Treppenstufen. So, die hole ich mir jetzt mal eben. Beziehungsweise mache ich mir mal eben. Könnte mir jetzt natürlich da vorne eben so eine Workbench hinbauen, aber davon haben wir eh schon so viele in den ganzen Inventaren. So und so, 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 so. Das wird im Übrigen mein liebstes Wort in dieser Folge. So wird am Ende auch noch der Titel heißen. So. So, so. So. Das wird der kürzeste Folgentitel aller Zeiten wahrscheinlich bei mir. Einfach nur so. Schön eigentlich, warum nicht, ne? Ich meine, man muss ja nicht immer alles so in die Länge ziehen. Du willst doch nur das LP strecken. Ja, ich wollte es gerade sagen, danke. Danke, vielen Dank. Schön, dass du mir das so abnimmst. Ja, bitte. Wenn man schon mal zu zweit ist, dann kann man auch, ne? Genau, ja, mindestens. Sollte man dann auch, finde ich gut. Bin auch hart dafür, worum auch immer es geht. Sollte man sich auch mal unterstützen. Ach Moment, wir müssen uns unterstützen? Dafür ist das Together also immer in diesem Let's Play Together. Ah. Täglich lernen wir hier was Neues mit dem Red. Ja, ne? Ist geil. Ich bin selber gerade ganz beeindruckt. So, kann ich da jetzt denn rumlaufen? Komm ich da so dran? Ups, oder ist das jetzt doof? So machen und dann da, dann geht das nicht. Okay. Na gut. Und das wäre ja auch zu einfach gewesen. Dann will ich ein bisschen, ne? So. Irgendwie will der das jetzt aber nicht so machen, wie ich es gerne hätte. Wie? Der will das. Ja, Treppenstufen an der Decke dran bauen, weißt du, auf eine Art und Weise und in Winkeln, wie ich es gerne möchte, ist jetzt immer so ein bisschen. So? Oh, ja, so ist schön. Da und da und da. Um. Ist das das? Komm, wir machen erstmal die Basics hier dran. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Aber direkt da dran. Eins, zwei, da haben wir schon einen. Sehr schön. Ja, das geht doch mal. Ist doch wunderbar hier. Das hat auch funktioniert. Sehr schön. Und dann kommt da noch einer hin. Da und einmal. Ah, wunderbar. Das war jetzt dann doch einfacher, als ich dachte. So, nicht an den Ast sägen, auf dem man steht, ne? Nicht? Nee, ist eher ungünstig, habe ich gehört. Ach so. Ups. Na gut, dann baue ich das jetzt von unten ab. So, die Helfserde kommt mal eben weg. Ja, ich musste mir gerade so ein, ich nenne es mal ein Baugerüst aus Erde bauen. Du kennst das ja, ne? Ja, klar. Irgendwo dran zu kommen. Gut, das passt aber. Dann kann man da oben gleich schauen, wie man das weitermacht. Sehr schön. So, dann kommt das auch eben weg.
Und du kommst auch weg. Okay. Na, wacht er weg. Gut, ja, das passt aber für den Anfang. Mal gucken, wie ich das jetzt oben dann ein bisschen weiter baue. Baue ich nur so eine Kleinigkeit dran, dann reicht das eigentlich auch. Ja, wie sieht's aus bei dir? Was treibst du gerade? Sollen wir sonst erstmal Feierabend machen? Weil jetzt könnten wir tatsächlich eigentlich. Ja, dann machen wir jetzt Feierabend. Ja? Dann baue ich in der nächsten Folge hier ein bisschen weiter. Ein bisschen oben noch was am Turm dran. Ich mache hier auch den Weg, also. Die Möhren wollen echt langsam wachsen, stelle ich gerade mal fest. Okay. Dafür sehe ich da vorne. Ja, hier sehe ich welche. Okay, gut. Kartoffeln könnte ich gleich mal ein, zwei ernten. Also dafür, dass ich vielleicht nebenan dran bin, ist das langsam. Das Wasser muss aber nicht fließen, ne? Das ist ja Nee, eigentlich nee. egal. Na gut, warten wir mal ab. Irgendwann wird es schon wuchern. Ja. Nun denn, ja gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Feierabend. Ich baue dann nächste Woche hier. Nächste Woche, genau. Ja, Wow. nächste Woche. Ja, ich strecke das jetzt in die Länge, weißt du. Das hast du mir jetzt so eingeprügelt, dass ich denn direkt jetzt wöchentlich nur noch die Folge raushaue. Genau, jetzt ist es meine Schuld. Ja, genau. Ja, ne, dann danke ich dir fürs Schuldsein und wir sehen uns Ja, nächste Woche dann. bis nächste Woche. Ja, frohes Neues. Bis dann. Tschüss. Ciao.